perfekte Bank für die Balljungen. Neu bei 96 auch dieser Mann, Michael Lorkowski. Er war einmal Trainer beim FC St. Pauli, vor Helmut Schulte. Es regnete in Strömen, die Spieler hatten nicht nur mit dem Boden, nein, auch mit dem Ball so ihre Problemchen. Der HSV ohne Yusufi, Kals und Nando, mit Dammeier, von Hesen und Mannschaftskapitän Beiersdorfer. 7 Minuten vor 21.000 Zuschauern im Niedersachsenstadion gespielt. Die Wiederholung, Dietmar Beiersdorfer, von Beginn an engagiert, was man nicht von allen Hamburgern sagen konnte. Dann Doll und Eck. Auch hiervon gleich noch einmal die Wiederholung. Der HSV 10. in der Bundesliga, allerdings nur mit 3 Auswärtstoren in der Liga. Das sollte sich heute im Pokal ändern. Aber Hannover 96 hatte etwas dagegen. Die Mannschaft sehr couragiert mit Klütz. Eckel, nicht verwandt mit dem Lauterer aus der 54er Mannschaft, und eine Möglichkeit für Heisig, eine von 2 Sturmspitzen. Noch einmal Eckel versetzt den heute indisponierten Dammeier, der selbst einmal bei Hannover gespielt hatte. Schaut, sieht Jochen Heisig, den ehemaligen Karlsruher, und knapp vorbei. 96 ohne die verletzten Groth, Grün und Kuhlmai, zweikampfstark mit Überlegenheit im Mittelfeld. Eckel, Carsten Suhrmann, der engagierte Kapitän, und wieder Eckel, der ein gutes Spiel machte. Heisig mit dem Versuch eines Drehschusses nicht ganz gelungen, wie wir gleich noch einmal in der Zeitlupenwiederholung sehen. Allerdings schwierig auf dem tiefen, rutschigen Boden, wo man wenig Stand hatte. Der HSV konnte kurz vor der Pause von Glück sagen, dass er nicht zurücklag. Gerd Volker Schock und Müllmann eben auf der Bank. Und noch einmal Hannover mit Kretschmer und einer Möglichkeit für Bernd Hemsoth, den ehemaligen Oldenburger. Die Zuschauer zur Pause nass bis auf die Haut, aber zufrieden. 0:0. Zweite Halbzeit, 5 Minuten gespielt. Doll. Kopfballabwehr Schönberg. Und wieder Dietmar Beiersdorfer. Beim HSV inzwischen Matisik für Dammeier, bei 96 Bicicci für Weiland. Die Wiederholung, der Schuss von Beiersdorfer und die Abwehr von Sievers. Ecke für 96, Golz vor Ecke. Das Spiel nun ausgeglichener, obwohl der HSV in keiner Phase überzeugen konnte. Ratlose Gesichter auf der Hamburger Bank. Einwurf von Hesen, noch einer der besten. Matisik. Sievers, und etwas zu hoch für Spörl. Noch eine Viertelstunde. Lorkowski ständig auf Ballhöhe. Hier sieht er einen Foul und den anschließenden Freistoß für seine Mannschaft durch Libero Wojcicki. Sehr umsichtig, Kopfball Heisig. Dann waren 90 Minuten um, tatsächlich eine Verlängerung. In Hannover hatte kaum einer damit gerechnet, der HSV hatte als klarer Favorit gegolten. Das Schiedsrichtergespann mit Herrn Mölm aus Bremerhaven, der fast fehlerfrei pfiff. Bilder aus der Verlängerung von 2x15 Minuten. Die Kräfte erlahmten, Oberschenkelzerrungen, Muskelverhärtungen. Bock kommt hier für Eckel. Die Zuschauer weiterhin voll hinter 96. Stratos musste durchspielen, der HSV hatte schon zweimal ausgewechselt. Und so schleppte sich dann dieses Spiel dahin. Beide Mannschaften hatten kämpferisch alles gegeben, und dann die 116. Minute. Nando inzwischen für Furtok dabei. Und Dietmar Beiersdorfer, der beste Hamburger, mit der Möglichkeit dieses Pokalspiels. Der HSV hätte den Sieg nicht verdient gehabt. Noch einmal Matisik und Beiersdorfer, der den Ball hier nicht richtig trifft. Richtig! Dann der Abpfiff von Schiedsrichter Mölm. Ein Spiel ohne Verlierer. Wir
Wiederholung am 13. oder am 14. November im Hamburger Volksparkstadion. Unterschiedliche Reaktionen. Ich weiß auch noch nicht so richtig, ob ich mich freuen soll oder ärgern soll, aber ich bin der Meinung, dass das für die finanzielle Situation für beide Vereine sicherlich ganz gut ist, dass es das noch ein Wiederholungsspiel gibt. Und auswärts sind wir eigentlich auch ganz gut. Es ist uns nicht gelungen, von Anfang an Druck auszuüben und Hannover zu zeigen, wer hier der Erstligist ist. Und das ist auch ein bisschen traurig. Carsten Suhrmann, Hannover 96 steht in der zweiten Liga im Moment auf einem Platz, der die Mannschaft in der nächsten Saison in der Oberliga spielen lassen würde. Heute hat man keinen Klassenunterschied gegenüber dem großen HSV gesehen. Wie erklären Sie sich diesen Unterschied? Ja, ich glaube, das ist dieser Pokaleffekt, den wir in Hannover ganz besonders kennen. Wir haben vor 6 Jahren schon mal durch den Pokal oder durch Pokalerfolge, auch in der zweiten Liga, sind wir damals nach oben gekommen. Und wir hoffen mit der großartigen Unterstützung dieses Publikums, was uns heute super unterstützt hat, dass wir auch in der zweiten Liga jetzt nach vorne kommen. Und ich glaube, wir können ganz locker nach Hamburg fahren. Wir haben da auch durch